Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir dabei waren, die Story weiter voranzutreiben. Das wollen wir auch heute weiterführen. Und ja, ich hoffe, dass wir relativ flott, wenn ich jetzt mal kurz gucke, relativ flott Chapter 4 erreiche. Und die nächsten, ja, 10 bis 20 Folgen gefühlt. Weil ich werde jetzt grandioserweise erstmal nur auf Story mich fokussieren. Und später wieder auf neben uns Sammelsachen. Für den Monsterball. Ne? Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Die waren zu langsam. Fehlt auch schön den Satz. Die waren zu langsam. Das muss Crispin sein. Ein kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mit dem Ruf bekommt man eh kein Date. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, ha? Huh? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Oh Mann, ich sehe schon wieder die Zensurarbeit. Weil es sein muss. Zu ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Wo jetzt hin? Wenn ich hier schon in so einer Absteige bin, kann ich auch jeden hier hacken. Was anderes haben die nicht mehr verdient, als noch mehr Verlust zu machen. So oder so ähnlich. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Auf sicher nicht. Eieiei. Was war das denn jetzt? Ich bin ja immer auf vieles vorbereitet, aber nicht auf alles. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an. Gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Naja, jeder trifft falsche Entscheidungen im Leben, ne? Und ja, was soll ich sagen? Ich zum Beispiel die in die falsche Richtung zu fahren.
Für das Opfer. Du misch dich da besser nicht ein. Oh doch. Hey du, warum ist es auf der Alm so schön? In den Alten. Ah, Mann. Oh. Du getan hast, aber wie auch immer. Hau besser ab. So, jetzt haben wir das mal wieder gemacht. Gut verbessert, das ist auch gut. Wir müssen ja auch wieder einiges da aufbessern an unserer Wertung oben. Also tut's auch nicht schaden. Wenn ich gerade sowieso auf der Ecke war. Also kaum so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man direkt vor seinen Füßen noch einen erwischt? Ne? Und das nur durch reinen Zufall. Ne? Na gut. Für das Schachspiel übrigens muss ich nochmal gucken. Da gibt es bestimmt irgendwelche Angaben, wie man das am besten lösen kann. Ne? Auch da mal wieder festgehalten, das werde ich dann mit der Zeit machen. Und ja. Jetzt erstmal weiter Story, ne? Vorerst. Hier ist eine Wand, da kann ich nicht vorbei. Ach, komm schon. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da genau dann dahin streitet, derjenige? Ich glaube, jetzt habe ich mir schon wieder negiert, meine Hochstufung. Aber hey, passiert halt. Was soll man machen? Immerhin sind wir relativ flott am Ziel. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Wird es wahrscheinlich auch nicht. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr.
Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbangern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nicht schieflaufen. Hör mir gut zu. Quinn hat von einem Insider-Tipp gesprochen, klar? Da will ich auch dabei sein. Erzähl mir nicht, dass ich... wieso kann ich da die Audio nicht abgreifen? Was ist da los? Irgendwie ein Bug war da eben los. Okay, verstehe. Ja, überlasse ich Irek und seinen Viceroys die Verantwortung für die Auktion. Sie leisten gute Arbeit beim Drogenhandel in den Woods. Ich habe Irek versprochen, dass ich ihn belohne, wenn er sich als verlässlich erweist. Und das hat er. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Wir schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Solche Schwächen. Mach Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei Irek. Alles klar, hinten rum. Unfassbar. Ja, sowas gibt's leider in der Realität ja auch immer noch. Jo, ne? Der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Manche er will einen Doppelcheck. Rum, wo sie von haben, jedem. Sonst ist alles und wenn's absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Über Funk ist es auch ruhig. Halt trotzdem die Augen offen. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Es darf geboten werden. Ein Eröffnungsangebot. Mr. Crispin? Letzte Chance. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Irak. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Irak sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freundin. Okay. Wer schon wach hier drauf?
Gut, dass das nicht Stix ist. Die Auktion ist vorbereitet. Die 10. in 10 Jahren. Diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, das wird die Preise hochtreiben. Ich hoffe. Okay, ich muss schnell raus. Die Polizei mag keine heimischen Waren. Es ist nur gefährlich für sie. Pass auf dich auf, Keule. Hey Mann, pass bloß auf. Was ist denn mit dieser Auktion? Ich dachte, ich habe Priorität. Bleib wachsam, Alter. Fang dann zu suchen. Moment. Jo, bleib schön, Master. Ich versuch's da hinten. Neue Befehle. Iraq will, dass Crispin gefunden wird. Er darf die Auktion nicht verlassen. Wer ihn sieht, packt ihn sicher. Halt bloß die Augen offen! Ja, komm ran. Komm ohne den. Ich habe halt so ein bisschen Vermutung und Sorge, dass ich nicht alles hacken kann. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Hä? Wo muss ich denn dann lang? Oder doch? Ich muss doch da oben lang, ne? Ah. Nachladen. Und einfach hoffen. Wenn ich da hinten jemanden finde, dann schieße ich ihm mitten ins Gesicht. Yo, wie? Sollen diese Dinger so blinken? Da drüben. Nimm sie ab! Nimm sie ab!
Fuck, fuck! Wo ist der Splint? So macht man das. Ja. Scheiße, Vorsicht! Ja, hat aufgehört. Unser Mann wurde abgeknallt. Pass doch auf! Er will uns einzeln abknallen. Hallo, pass auf! Der Bastard muss ein paar Mal klar gemacht werden. Findet ihr! Ist das fair? Ich weiß nicht. So ganz mehr. Naja, wir schaffen die Mission immerhin. Oder auch nicht. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Ah, oh Mann. Für den Nicken brauche ich was Spezielles. Ja, toll. Darf ich noch mal machen, weil ich nicht gesehen habe, dass da sich jemand anschleicht so langsam. Aber gut, das Beste daran ist, ich weiß, ich kann da nicht ewig unsichtbar bleiben, sag ich mal so. Aber mal ganz ehrlich, hier kommen 4 Stück raus. Wie viele sind draußen am Ende? Seht ihr es? Genau, mehr als 4. Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Auf keinen Fall entkommt das.
immer da lang. Da ist der Strom. Ja, absolut weg. Ich schau mal danach. Oh, der Strom ist weg. Unsere Steuer. So. Wir schaffen das noch. Einfach hier aus dem Bereich fahren. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hier gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrows, in Brandon Docks. An alle, es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrows in Brandon Docks. Sehen Sie sich das an. Gut. Die Cops finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Und was die Bieter angeht, wenn jemand der Razzia entkommt, dann landet er wieder auf meiner Liste. Tja, da haben wir es doch mal geschafft. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es. Untersuchen Sie verdächtige Aktentaschen in der Stadt, finden und hacken Sie die verdächtigen Käufer. Erreichen Sie Ihre Apartments, bereichen Sie ein und finden Sie die Aktentaschen mit Beweismaterial. Finden Sie alle 10 Aktentaschen, um eine spezielle Mission freizuschalten und den Menschenhandelring zu zerschlagen. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Aktentaschen Sie bereits gefunden haben. Ich achte mal auf diese Kerle und jag sie durch den Profiler. Okay. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen und diesen Ring sprengen. Mr. Pierce, Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen.
Wenn sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. Oh, komm schon. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Da ist er. Ja. Wow, schon wieder. Ey, manchmal kriege ich aber echt die Krise bei diesen Sachen. Na gut. Halt durch, Junge. Ich komm dich holen. Bin mir gar nicht sicher, ob wir denn. Warte, haben wir es jetzt durch oder nicht? Mal sehen. Worunter fällt denn das? Da oben. Ne, haben wir noch nicht. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Candy ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Okay, irgendwo hier muss ein Koffer sein oder was verstehe ich darunter? Wir werden das noch herausfinden. Erstmal fahren wir zu dem anderen da. Vielleicht schaffe ich da Ära noch, den ersten Koffer zu sammeln. Ey, ich krieg die Krise. Weil ich halt leider so schlecht fahre hier in dem Game. Ja, geht das wieder runter, ne? Aber leider müssen wir ja Auto fahren hier in dem Spiel, um schnell von A nach B zu kommen. Und zurück. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier mehr erfolgreich sind mit dem Popper-Sammeln.
aber das erst im nächsten Part. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein. Und ciao, tschüss.